Moin Moin und hallo zurück bei dem Rheinbrandboden mit einem neuen Unboxing. Und zwar, wie wir es hier liegen haben, Bloodborne für die PS4. Ich habe mir eine PS4 gegönnt wegen diesem Spiel hauptsächlich. Ich hatte es gar nicht so, also ich hatte es schon auf dem Schirm, aber habe nicht gewusst, dass es so zeitnah jetzt rauskommt schon. Habe es jetzt durch ein paar Trailer und so zufällig beiläufig noch mitgekriegt und dachte ich, na jetzt musst du zuschlagen. Für das Spiel lohnt sich es dann doch mal, dir eine PS4 zu holen. Und wir fangen jetzt an mit dem Unboxing zu Bloodborne. Zur PS4 mache ich keins, weil das sollte mittlerweile jeder grob wissen, was einem da erwartet, wenn man das jetzt kauft neu, was da so in der Verpackung schlummert. Ich mache dann einmal hier die Verpackung ab und da haben wir natürlich das normale Cover. Hinten drauf ein paar kleine Screens. Natürlich komplett Singleplayer, wie man es kennt von Dark Souls bzw. Demon's Souls. Ist ja so der indirekte Nachfolger von Demon's Souls, nicht von Dark Souls. Das ist immer noch eine Eigenreihe. Und wir gucken einfach mal, was hier drin ist. Nicht viel. Auf der einen Seite natürlich der normale Datenträger, auf der anderen eine kleine Übersicht über die Steuerung. Nur das Nötigste. Haben wir hier noch irgendwas Besonderes? Nein, bloß noch ein kleiner Werbeflyer für PlayStation Plus, was man da so für tolle Vorteile bekommt. Lizenzgelaber und, ihr seht es vielleicht so im Hintergrund durchschimmern, ein Wendecover hat das Ding noch. Ja, das soll es auch schon gewesen sein von dem Ding. Kostet normal 69,99, wie so jedes neue Spiel. Es gibt eine Collector's Edition, da ist Steelbook drin, Artbook und digitaler Soundtrack. Kostet 15 Euro mehr. Finde ich aber ein bisschen, das war wieder bloß so, also das Artbook war nicht größer als die Hülle jetzt. Steelbook natürlich, ich glaube auch mit dem gleichen Cover sogar. Also nichts, was jetzt für mich persönlich vom Mehrwert wäre, wo ich gesagt hätte, das Ding brauchst du jetzt. Deswegen hat es einfach auch die normale Version getan. Jo, mal sehen, wie man das gameplay-technisch mit dem Spiel machen, bin ich mir jetzt noch nicht ganz schlüssig. Das war auf jeden Fall erstmal das Unboxing zu Bloodborne und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht einen Daumen hoch, einen Daumen runter, wenn es nicht gefallen hat. Fleißig Abos und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Haut rein!